So Leute, da bin ich wieder und jetzt laufe ich hier weiter im Volkspark Marienberg Richtung zum Weiher. Der Park wurde hier zwischen 1959 und 1973 erschaffen und er ist ein Landschaftspark, der hier gebaut worden ist im englischen Stil. Also der Park bietet schon einiges hier. Für Fahrradfahrer ist ideal, wie ich es vorhin bereits gesagt habe, ist er weitläufig. Man sieht hier auch viele Jogger oder viele, die Nordic Walking machen. Sobald jetzt nicht, wie ich jetzt hier rumlaufe, aber im Laufe des Tages, wenn man hier nachmittags herkommt, sieht man einige, die das machen. Dann hat er die vielen Fußballtore, was ich vorhin schon gefilmt habe, den schönen Spielplatz, wo die Tischtennisplatten dabei sind. Dann die zwei runden Basketballfelder. Dann hat er am Anfang, wenn man reinkommt, eine Minigolfanlage. Eine Gaststätte ist auch gleich neben dem Park. Dann kann man auch bei dem Weiher, der jetzt hier gleich kommt, wenn es dann zugefroren ist, also wenn der Weiher zugefroren ist, Schlittschuh fahren. Dann der Kiosk, der dann geöffnet ist, wenn es wärmer ist. Dann bietet er den Trimmdichtpfad an. Man kann hier grillen, er ist ideal für Hundebesitzer. Und weiter hinten, wenn ich jetzt dann an den Weiher später vorbeigelaufen bin, kommt dann auch noch das Biotop. Also der Park bietet schon einiges an. Und ich glaube, er hat sogar ein Volleyballfeld, aber ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube, er hat eins. Und natürlich nicht zu vergessen die tollen Möglichkeiten für die Schlittenfahrer beim Marienburg oder die kleinen Hügel neben Marienburg oder der Hügel hier, wo ich jetzt rauflaufe, wenn dann der Schnee am Boden liegt, werden die alle genutzt zum Schlittenfahren. Also hier hat man schon schöne Sicht, muss ich sagen. Im Internet steht ja der Weiher als Marienbergparkweiher drin.
Also ich muss sagen, mir gefällt der Weiher hier gut. Auch wenn es jetzt ein wenig grau ist im Herbst. Welche Weiher ich euch noch empfehlen kann, das ist der Hainberg-Weiher im Naturschutzgebiet Hainberg. Wirklich ein schöner Weiher. Das Naturschutzgebiet liegt zwischen den Städten Stein, Landkreis Fürth, Oberasbach und ein bisschen Nürnberg. Und auch der Stadtparkweiher im Fürther Stadtpark, absolut super. Genauso auch der Waldmannsweiher an der Fürther Uferpromenade, Sarschi. Und auch der Pfalzner Weiher hat mir auch gut gefallen. So Leute, ich höre jetzt einmal hier mit dem Filmen auf. Ich filme dann später weiter, wenn ich beim Biotop bin, was hier auch im Volkspark Marienberg ist. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao Leute, macht's gut.